Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Among Us! Ja, die nächste Aufnahmesession, inzwischen zähle ich gar nicht mehr, welche Aufnahmesession das überhaupt jetzt ist. Mit dabei sind Bombi, Cliris, Böni, Kater, Mandy, Andreas und Jonas. Und wir sind mal wieder hier. Hier ist ja gar nichts. Wir sind hier auf Skate unterwegs. Auf Skate sind wir unterwegs. Und ja, nächste Aufnahmesession. So circa drei Parts werden das jetzt. Und da werden wir jetzt erstmal natürlich schön zocken. Ich habe hier nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ihr habt vielleicht auch schon mitbekommen, dass die Parts jetzt auch nur noch alle zwei Wochen kommen. Ist einfach dem Grund geschuldet, dass ich jetzt nicht mehr so viel die Zeit habe. Und Among Us kostet immer sehr viel Zeit in der Aufnahme. Es kann auch sein, dass es auch nicht mehr so wirklich Hintergrundmusik gibt. Da muss ich mal gucken, wie da bei mir noch die Zeit ist, das zu machen. Vielleicht jetzt der Part noch, aber wenn es mal stressiger wird, kann es mal sein, dass keine Musik im Hintergrund läuft. Licht ist aus und dann gehen wir nach Haus. Oder vielleicht auch nicht. Wir gehen erstmal Richtung Electric, aber da wird bestimmt schon jemand anderes sein. Oder vielleicht bin ich gleich auch einfach tot. Das kann natürlich auch sein. Ach, Licht ist wieder an, dann gehe ich wieder hoch. Können wir mal hier ausrichten. Das ist direkt hier. Und dann... Also bisher noch nichts passiert. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich der Erste bin. Vielleicht bin ich noch nicht der Erste, ich weiß es nicht. Gut. Dann gehen wir direkt nach unten. Kater. Okay, jemand ist in Kens drin. Böni, Andreas kommen mir entgegen. Dann können wir das hier direkt auch wieder ausrichten. Dann ist das hier alles fertig. Und können zu Electric gehen. Jonas ist hier. Ist das gut oder ist das schlecht? Er könnte im Poster sein. Okay, ich gehe nach rechts. Auto. Könnte ja das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, wie Clirix links zu Admin hingeht. Also gehe ich jetzt direkt nach rechts. Weil dann... Toll. Dann kann ich jetzt nochmal zu Electric gehen. Machen wir jetzt erstmal... Warte, rechts die Aufgabe habe ich nicht. Ich habe diese Aufgabe. Was ist das da links noch? Das ist Download. Okay. Kaum ein Kill gefallen. Würde ich schätzen, Mandy und vielleicht Kater. Mandy und Kater sind Imposter. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe ein größeres Auge jetzt wirklich auf Mandy. Und sie hat bis eben keine Task gemacht. Die ist kurz in Medbay rein, allerdings direkt wieder rausgegangen. Als würde sie suchen, ob da vielleicht jemand ist oder so. Machen wir erstmal den Upload. Hier bin ich jetzt einigermaßen safe, weil hier so viele Leute sind. Da wird keiner mich killen. Keiner. Hört doch schon auffällig, dass bisher nichts los ist. Und wir sind da aktuell nur 8 Mann. Aber 2 Imposter mit Kill-Cooldown von 35 Sekunden. Also eigentlich doch ganz gut. Von daher. Ja, und ich habe jetzt meine Aufgaben fertig. Nice. Aber ja, somit haben es jetzt die Imposter ein bisschen schwieriger. Aber halt auch einfacher, weil wir halt jetzt nur 8 Mann sind. Allerdings für die nächsten Runden, sag ich mal. Beziehungsweise generell für die nächsten Parts, die wir machen. Mandy kommt hier raus. Mandy kommt hier raus. Ist vielleicht ein Kill in Camps oder in Medbay? Die nächsten Parts sind dann auch wieder mehr da. Ich weiß nur nicht, wann die alle antanzen. Okay, hier ist kein Kill. Hätte ja sein können, weil Mandy halt aus Electric rauskam. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht gewinnen wir die Runde, ohne überhaupt ein einziges Meeting zu haben. Das wäre doch auch mal eine Runde. Das wäre doch auch mal was. Kann möglich sein. Ist Böni drin? Oh, ich habe mich erschrocken. Ja, also irgendwie, ich habe meine Aufgaben fertig. Ich auch. Ja, ich auch. Ich warte, wenn man den Boden genommen hat, soll man Leute umbringen oder wie war das? Warte mal, weiß jemand, wie viel Engineers hier eingestellt sind? Auf jeden Fall maximal 2, dass Zeit rumgewendet ist. 2 können sein. Es können 50%, glaube ich, 2 ist noch eingestellt. Ich habe mal eine kurze Frage, ich weiß es nicht, aber Kater, du warst ja in Security vor uns kurz. Also warst ja vor uns Camps. Ja. Ist da irgendjemand reingewendet? Weil ich habe dort kurz so ein weißes Blitzen aus dem Wind gesehen. Nein. Namen konnte ich aber nicht lesen. Ja, bei Admin. Habe ich mich getäuscht, okay. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit den rumwenden sehen auf dem Admin-Table. Also immer weiter rechts rum. Ja. Übrigens, für die Imposter unten rechts, wenn jemand da langläuft, steht da Kill. Da müsst ihr draufdrücken. Achso, ja, kannst du mir nochmal das Tutorial extra geben? Ich krieg's nicht hin. Ja, der wirklich. Button funktioniert wenn nicht. Wenn du mit jemandem alleine bist, dann musst du einfach da drauf drücken und dann passiert was ganz Wunderbares. Plötzlich ist der andere weg. Okay, also, okay, das ist einfach weg. Das probiere ich jetzt. Ja.
Also, okay. also Bombi und ich sind Engineer, höchstwahrscheinlich. Also wir beide. Wahrscheinlich. Okay. Ja, Bombi stand vor uns auf dem Scanner. Ich hab halt die Aufgabe nicht, aber es darf. Ich hab halt Bombi. Bombi ist halt direkt vor mir gewendet und ich bin Engineer und dachte mir, hä, was? Was? Wie? Ja, moin. Ey, wir haben gleich die Tasks fertig. Es ist keiner tot! Ich könnte jetzt einfach hier stehen bleiben. Na, ich geh den anderen hinterher. Wollen alle zu Camps? Es wollen alle zu Camps, wow. Wow. Wie war denn das hier? Oh, wieso? Ja, guck mal, da ist es doch. Wunderbar. Das sind auch alle gefühlt hier. Ich sag's doch, Mandy und Carter irgendwie. Ich weiß es nicht, aber Mandy ist so oder so eine Person, die sehr wenig killt. Also sie könnte es tatsächlich sein. Die andere Person, weiß ich nicht. Also, das ist, Carter ist da keine Ahnung warum. Aber Mandy. Vielleicht mal Mandy ein bisschen beobachten. Mandy war ja da gerade. Mandy. Sie verfolgt mich. Es ist Licht aus. Okay. Okay. Ja, Andi. Ja, was ist mit mir? Ich habe nichts getan. Okay. Nicht ich habe eine Wende gesehen, glaube ich. Also Jonas hat einen Herzinfarkt vor dir. Ja, ich schieß doch, wenn ich alleine mit Leuten in einem Raum stehe, dann passiert was Wunderbares. Andreas, hast du meine Tipps in die Tat umgesetzt? Ja, habe ich gemacht. Ich stand alleine mit ihnen im Raum und dann so habe ich unten rechts geklickt und dann sollte was Wunderbares passieren. Ja. Aber irgendwie habe ich nichts gesehen. Ich habe die Wand geputzt als Ingenieur, bin rumgegangen und... Boah, dann lag da vor immer drauf. Andi reinspringen. Andi, das geht nicht, du hast den Job. Hä, aber so war das Licht war doch aus, du konntest das gar nicht sehen. Natürlich, ich hab direkt den Event-Blinkwinkel bei mir. Hey, konntest du gar nicht sehen, das Licht war aus. Andreas, was ich vergessen habe, dir zu sagen, dass halt keiner da sein soll, außer derjenige, den du niederlegen willst. Warte, wie viel? Ich wollte auch direkt niederlegen. Also, zwei. Und ich und Bombi sind zu 100%. Ja, aber ich hab wen von Navigations nach Weapons wenden sehen. Bin ja, das umgelaufen und der kam mir entgegen. Könnt ihr mich bitte trotzdem nicht rausschmeißen? Ach so, für die okay. Letzten also nee, ich war schon, hab dann im Band von Cafeteria erwischt, wie Andi da reinspringt. Und Jonas Leiche da einfach so liegt. Ah, oh, nice. Also, okay, wo lag, jetzt nochmal um die Situation zu verstehen. Die Leiche lag wo? Cafeteria. In der Cafeteria am Band, direkt. Und ja. Nein, Andreas kam aus dem Vent raus oder rein? Rein und ich hab im Vent gewartet. Die lag nicht direkt am Vent. Doch. Nein. Ich hab die Knochen rausschauen sehen, so ganz. Achso, aus dem Vent? Ne, hast du aber eine andere Leiche gesehen. Nein. Doch, die lag oben. Sagen wir es mal so, wir haben kaum noch Tast. Ganz wenig. Ja, könnt ihr mich trotzdem bitte am Leben lassen? Wir sind 7 Mann. Wenn Andreas doch nicht derjenige sein sollte, reicht ein Doppelkill aus und wir haben verloren. Eigentlich will ich aber schon Andreas im Weltraum erschaffen. Dann könnt ihr mich trotzdem... Ja, es ist schon verlockend. Es ist kalt da draußen. Andi zu voten kann lohnt sich immer. Also. Ja, stimmt. Ja, ich weiß. Direkt Double Kill, weil noch jemand auf dem Kopf sitzt. Ja, ich finde das trotzdem super. Draußen im kalten Weltall. Das war eine Ausrede von mir. Andreas, das dauert echt lange, bis du... Bis mein Kopf explodiert. Bombi, jetzt Licht aus und beide töten. Machen wir. Ich euch mal. Und dann. Ach nee. Wollte gerade sagen, dann können wir jetzt eigentlich Mandy rausvoten. Ach, wollen wir? Wollen wir mal ein Meeting? Nee. Weil Mandy halt. Es ist. Passiert also nichts. Also, das muss dann Mandy sein. Mandy, du bist es, richtig? Ja, es war Mandy. Es ich wusste, ja, ich wollte ja, gerade sagen, dann können wir gleich noch Mandy rausvoten. Vor allem Mandy, ja. Nie, es war so klar. Ja, wirklich. Ja, und nicht alleine, ich hatte halt immer das Problem, immer wenn ich irgendjemanden umbringen wollte, hat mich vor kurzem noch jemand gesehen oder die Kamera. Und das ist direkt aufgefallen. Aber ich hätte Dennis einmal töten können, ich hätte es tun sollen. Boah. Einfach nichts mal reinstechen. Ich wollte dann am Ende noch Mandy ein bisschen beobachten, weil ich ganz genau wusste, dass sie es ist. Okay. Das Ding ist, ich hatte irgendwie mag ich es nicht. Ich mag es kein Imposter zu sein. Irgendwie finde ich das langweilig. Ja, gib mal die Imposter-Runde mal ab. Also erste Runde will ich immer cool sein, ich hasse es. Ja, erste Runde Imposter. Du hast nie eine Ahnung, ob wie gut eingespielt die Leute sind oder ob die wie dein Tag ist.
Ja, gut, dann starten wir in die nächste Runde direkt. Let's go! Direkt, sagst du? Ja, na klar! Hopp, hopp, hopp! Okay. Hopp, hopp! So, let's go! Man hat eine 25%ige Chance, tatsächlich ein Imposter zu werden. Daher. Allerdings, wir haben natürlich kein Glück. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben wieder Besatzung. Also wir sind halt wieder Crewmate. Oh, ich darf endlich meine Waffe machen. Das ist aber nett. Seit der einen Runde, wo ich hier gekillt wurde, direkt am Anfang, habe ich immer so ein kleines Trauma, wenn ich da stehe. So ein kleines Trauma von wegen, jeden Moment bin ich tot. Jeden Moment bin ich tot, aber nee, bisher, also diese Runde zumindest nicht. Da bin ich drüber sehr froh. Wir gehen erstmal woanders lang. Wir gehen runter zu Admin. Beziehungsweise vielleicht gehen wir auch zu Electric, weil das Licht gerade aus ist. Oder das Licht ist auch wieder an und dann machen wir hier Kabel. Let's go, let's go. Und dann noch der Upload. Dann haben wir Download-Upload geschafft. Sind das da Kekse? Oder was soll das da bitte schön darstellen? Da und da. Sind das... Nee, das sind keine Kekse. Oh, ich denke hier schon immer an Kekse. Ich hab Bock auf Kekse. Ich hab hier Nicknacks. Ich hab hier Nicknacks aus... überteuerte Nicknacks aus dem Automaten. Weil ich vor der Aufnahme noch in meiner Schule war. In meiner ehemaligen Schule. War ein Fest. Und er hat Nostalgie halber einfach mal aus den Automaten was geholt. Weil früher, erzähl ich später weiter. Jo. Nee, das geht so nicht. Das ist frech. Ich immer die arme Kater. Ja. Ich hab die Leiche über Medbay gefunden, also diesen Gang, so zwischen Cafeteria und Antrieb oben. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein fetter Self-Report, ne? Ich sag safe, das ist Böni, der haut direkt Safe-Report raus. Ja, deswegen. Also ich bin Scientist und ich habe die ganze Zeit irgendwie drauf geguckt. Und da war niemand tot. Ich habe gerade eine Millisekunde... Wie lange dein Messer noch braucht, um den Rücken reinzustecken? Ja, ja, genau. Aber ich habe die ganze Zeit drauf geguckt. Aber da war niemand tot. Auch kurz vor dem Report gerade, es war niemand tot auf Weite ist. Naja, aber das könnte natürlich jetzt auch jeder sagen. Also... Verdächtig. War vielleicht jemand in der Nähe und oder beziehungsweise war jemand in Cafeteria oder in Antrieb ja. Oben und wollte da also gerade hinkommen? Ich bin in Cafeteria gerade. Cafeteria bin ich auch. Ich habe doch, glaube ich, Clerics gesehen gerade in Cafeteria. Gerade noch so am Ende, ne? Die letzten Sekunden. Gerade noch so ganz kurz, die letzten Sekunden. Ja, ich war unter dem. Kamst du nicht von Admin hoch? Ja, ich kam von Admin. Und du kamst so von Weapons da oben. Ja. Also ich mein Call ist jetzt, dass es Bombi ist. Ich sag jetzt. Heißt erstmal das erste Voting, da will ich jetzt vielleicht noch ein bisschen. Wenn wir jetzt den falschen rausvoten, okay, ist es Bombi und Dennis. Richtig, richtig. Und sagen wir es mal so: Bombi ist nicht Andreas. Was, ich? Ja, Mandy ist es nicht. Ich bin wir können das Duo Andy Mandy ausschließen. Was soll ich damit zu tun? Ich bin irgendwo in Storage. Stehe ich hier. Pöni, Junge. Let's go. Storage. Auf jeden Fall früher in der Mittagspause oder generell in den Pausen war immer ein Aufenthaltsraum so ein Automat mit so Snacks drin. Und das war immer sehr verlockend, da dann halt auch sich Snacks zu holen, obwohl die komplett überteuert sind. Obwohl man weiß, wenn man rüber zum Einkaufsladen geht, dass dann diese Snacks deutlich, deutlich billiger sind. Aber was ist denn das? Das ist jetzt gut und so. Da bin ich doch direkt in der Nähe. Aber natürlich hat man sich trotzdem diese Snacks geholt, weil man einfach Bock hatte auf Snacks. Irgendwann habe ich mir dann so eine Snacks halt dann wirklich einen Einkaufsladen geholt, dass ich das deutlich billiger bekommen habe und deutlich mehr. Aber das habe ich nicht lange durchgezogen. Ich will hier das machen. Danke, 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 danke. So. Ja, die guten alten Zeiten. Und jetzt war ich da halt wieder. Und dann habe ich den Automaten da gesehen und ich war sofort wieder, ja, ich gebe euch diese 70 Cent. Ich gebe euch diese 70 Cent für diese kleine Tüte Nicknacks. Und hey, es ist halt auch sehr, sehr lecker. Es ist halt lecker und wollte ich mir so oder so mal wieder seit Ewigkeiten mal wieder gönnen. Daher musste das jetzt auch mal wieder sein. So, Aufgaben fast erledigt. Auf der anderen Seite habe ich noch was. Bis jetzt habe ich auch noch keine Leiche oder so gefunden, also... Na gut, es fallen halt auch kaum Leute hier um, also von daher... Kann ich da auch jetzt nichts finden, so gesehen, aber dennoch... Ich würde gerne auch mal was finden. Mal ein bisschen Action hier sehen. Action, Action, Action. Generell passiert mal wieder sehr wenig. Ist wieder Mandy Imposter? Kann möglich sein. Bombi könnte ja möglich sein, da ist ja ein Zass aktuell auf Bombi. Aber der zweite, ey.
Warte, Lü ist bei den Camps. Lü ist bei den Camps, wer auch immer Lü ist. Wer könnte Lü sein? Today only. Da kommen die beiden. Mandy kommt von hier. Lü ist raus. Okay. Bombi Böni. Was? Oh. Ich wollte Action sehen. Ich hab Action gesehen. Oh, Mandy wäre beinahe da rein. Ah, ich glaube, sie sieht bestimmt schon, dass da jemand ist. Ah! Ah! Scheiße. Jetzt müssen wir jemanden voten. Nee, wir warte mal, können. Dennis und Bini wurden zusammen gekillt. Ich, safe, warte. Das war Safe Electrical, weil ich habe auf Admin gesehen. Das. Also, geht dann Bombi schon mal raus von der letzten Runde. Wo hast du die Leiche gefunden? In Electrical? Ja. 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 Bombi? Dann. Ich Bombi, war da... Ja, warte mal, Bombi, warst du mit Böni eine Zeit lang? Ja. Ja, ich war lange mit Böni. Und dann hast du ihn verlassen und dann bist du zu mir gekommen. Oder? Darf ich mal ganz kurz sagen, womit ich den, womit wir den Imposter basten könnten? Weil es gab einen Zeitraum, da waren alle 5 Leute, die hier noch drin sind, in Räumen. Ja. Mhm. Also Dennis, Böni, also 2 Leute waren in Electrical, einer in Medbay, das müsste der in Medbay ist aus Electrical rausgewendet, also aus Electrical darin gewendet, und dann gab's noch 2 Leute. Wo warst du, Jonas? Wo ich jetzt gerade eben war? Nein, wo, ja, also sag ich mal, ja, gerade ebenso, ja, in dem Zeitraum. Ich war jetzt bei Lager. Mhm. Hm. Bombi, wo warst du? Ich war Lower Engine, bin nach oben zu Clerics gegangen. Ins Security. Ja, und dann sind wir zusammen zur Leiche. Ja. Und ich hab... Warte, Anti, du bist Engineer, oder? Ja. Und du bist wirklich Crewmate? Ja, ich war gerade in... Dann glaub ich, Admin. Also ich hab Andy auch wenden sehen. Also ich glaub, warte, Mandy, oh nee, warte, Mandy kann auch von Medbay kommen sein. Gewendet. Ding ist, wo warst du, Mandy? Mandy ist jetzt, hat mit uns auch die kurz Leiche. Vom Tod, oder Tod, ja, oder was? Ja, kurz davor. Aber Mandy war doch auch dabei, Clerics. Ja, aber gedacht, sie kam von der Medbay-Seite. Ich habe schon gesehen habe. Hm. Also ich habe Böni da schon aber liegen gesehen, als ich da hingerannt bin. Und dann hat sich die Tür erst verschlossen. Das stimmt. Hä? Ich habe die Leiche. Mal. Ich habe die Leiche da schon liegen gesehen. Hey, Ding ist, weißt du, was ich. Das Ding ist, wir müssten Mandy. Weil Jonas hat gesagt, das ist in Storage. Nein! Aber ich habe jetzt in Admin, habe ich jetzt niemanden in Storage gesehen. Aber ich war in dem Bombi... Gang drin. Ja, also ja, dann bist du ja trotzdem aus Electrical raus. Ich kann jetzt noch den. Und einer muss rausgelatscht sein. Also einer war in alle von der Richtung gekommen. Also Leute, ihr seid mit Jonas richtig. Ich stand halt in Admin. Ich mach den Scan vor euch und zack. Ja, dann passiert ein Kill und dann. Aber wir müssen einen bauen, oder? Das Ding ist, Jonas müsste safe sein, oder weil irgendjemand muss aber auch in Security gewesen sein. Ja, ich war Security die ganze Zeit noch. Ja, dann müsste es eigentlich Jonas gewesen sein. Ja! Zu 100%. Ja! Ich glaub, Jonas und Bombi. Hä? Es haben nur 3 abgestimmt. Wir haben nicht gewartet. Oh, so sehen. Ja, Bombi, denn. Kollegen kann es nicht vertreten. okay. Schon mal einer raus, sehr, sehr gut. Jetzt wissen sie, dass Jonas das auf jeden Fall war, weil sonst wäre jetzt vorbei gewesen. Es waren ja nur 5 Mann, jetzt sind es nur 4. Daher, ja, sonst wäre jetzt vorbei. Oh, Andreas, Bombi. Hm. Okay, Bombi hat mit ausgemacht. Vielleicht versucht er jetzt einen auf Crewmate zu zocken. Kann natürlich möglich sein, kann natürlich hinhauen. Ah, Kata ist das Schutzengel, das ist auch gut zu wissen. Die Wege haben sich getrennt. Da liegt mein Magma-Ding. Bombi geht nach links. Aha. Das war jetzt auffällig, dass Bombi nach links gegangen ist. Und Andreas und so waren da. Weil eigentlich ist ja hier unten Communications. Bedeutet, eigentlich müsste man ja nach unten rechts laufen. Oh, da ist jemand gestorben. Mandy ist gestorben. Das heißt, nur noch ein Kill und dann ist vorbei. Andreas, geh da rein. Genau. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bevor ich irgendwas sage. Clerics, wo warst du?
Ich bin gerade mit Bombi im Cafeteria-Gang gewesen, ich hatte Angst. Von wo kamst du? Von Edmund, Cafeteria aus. Bombi, hast du das... Warte mal, es muss Bombi sein. Edmund in Electrical. Nein, in Security und ich kann dir sagen, wie es abgelaufen ist. Ah, okay, dann ist Bombi, ja komm. Ich war gerade in Electrical. Ja, okay, wenn du Electrical warst, ist Bombi. Ich war Electrical, hab das Light gefixt und dann direkt hinter mir ging die Tür zu. Und dann bin ich hochgelatscht, Mandy ist gerade Richtung Security und Bombi ist dann ist in Reaktor abgebogen. Und dann bin ich nach unten gelatscht Richtung Electrical, weil ich dachte, es wäre Mandy und wollte dort ein bisschen Auge drauf werfen. Da habe ich gesehen, Bombi war dort in der Gegend. Wenn du sagen kannst, durch Admin, dass ich in Electrical bin, müsstest du ja auch gesehen haben, dass wie Bombi von A nach B gelatscht ist. Ja, Mandy hat sich halt gescannt, das habe ich gesehen, deswegen war es für mich sicher, dass ich nicht. So. Ja. Es genau. Ist Andy. Ja, genau. Die ganze Zeit bin ich ein Verräter. Warum beschuldigst du nicht mich? Genau. Ja, weil... Leute, du warst bei mir. Und ich war halt Electrical und das kann ja Clerix auch sagen, dass ich in Electrical war. Ja, das Problem ist, das Anlage ist halt, ich habe Admin geguckt und dann habe ich gesehen, wie zwei Security war, eine Electrical und eine... Ja, und Bombi war schon in der ersten Runde. Bombi und Mandy waren in Security. Ja, es muss Bombi sein, aber ich... Ja, komm, wenn Andis ist, dann hat er halt... Ja, halt sehr Glück. Gut. Sehr, sehr gut. Du Kleine, jetzt hab ich gewonnen, dank dir. Das ist mir egal. Ich habe auch gewonnen dann, weil ich dann Andis bin. Die jetzt! Auch beim Runde jetzt. Für uns. Oh, der Double Kill war lecker. Das Ding ist, der war geil. Das Ding ist, Jonas, hättest du irgendwas gesagt? Ja, hättest du nicht gesagt, du bist in Storage? Hättest du nicht irgendwas von da unten gelabert? Dann hätte ich dir vielleicht glauben können, aber dadurch, dass ich gesehen habe, keiner ist da unten und der andere muss rausgelatscht sein. Hättest du irgendwas gesagt, du wärst Security, dann wären zwei Leute gewesen, dann wäre einer von denen gewesen. Das Problem ist, ich bin gewendet und deswegen wollte ich mich rausreden irgendwie, dass ich irgendwo raus. Was seid ihr so Detektive, Mann? Ich hab doch direkt das erste, was ich gesagt habe, ist, dass Bombi einen Selfie-Port gemacht hat. Ja, wir haben gewonnen! Ja, hat er nicht! Das ist so fies, ne? So fies! Ich hab außer den Report gedrückt und ich dachte, Scheiße. Ja, stimmt, boah, ey. Ja, aber der hat auch so einen Report gespammt als bei unserem Double Kill, weil du bist ein bisschen früher gestorben als ich. Aber es hat nicht mehr geklappt. Und ich hab noch vorher gesagt, bevor der Kill bei uns war, ich will ein bisschen Action sehen. Ich bekam eine Action. Du willst ein bisschen Action sehen? Ja, weil keine Leiche bisher gefunden, kein Kill sehen. Ja, gut. Ja, also, Double Kill war so random. Ich wollte einfach mal probieren, einfach, ob das geht. Hat funktioniert, ja. Ja gut, das war die erste Folge der neuen Aufnahmesession wieder. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns. Tschüss.